Look down, down. Lockdown ist so ein Wort, da fühlst du einiges. Das darf ich jetzt, das darf ich nicht mehr. Corona führt dazu, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Man hat Zeit für seine Hobbys. Viel Zeit. Was soll ich machen? Ich habe keinen Bock mehr. Plötzlich fühlst du Stille. Alles bleibt stehen. Zeit, Leben, Verlangen. Man lernt sich selbst kennen. Plötzlich so viel Zeit, so viel für sich selbst. Allein mit seinem Fantasy-Buch, mit seinem Lieblings-90er-Lied und seinen Zweifeln. Ich glaub's ja nicht. Schon wieder wird alles geschlossen. Einsamkeit, Zweisamkeit, möchte doch nur normal leben. Und doch gefällt mir diese Stille. Stille, die mich zum Nachdenken bringt. Jedes Mal. Jedes Mal, als es dir einfach zu viel wurde und du gesagt hast, scheiß drauf, ich geh raus. Ich geh raus, ich besuche Freunde, ich besuche meine Familie, ich geh was trinken. Ich bin doch auch nur jung und ein Mensch, am Anfang 20, ich will auch was erleben. Kam so eine Corona-Doku über eine Intensivstation irgendwo in einem Krankenhaus in der Bundesrepublik, wo Leute sterben, wo Schläuche sind, wo die Pfleger wirklich, wirklich am Limit sind, wo die Menschen nicht mehr klarkommen, wo Angehörige dabei sind, während ihre Liebsten reanimiert werden, Menschen, die von uns gehen, die mitten im Leben stehen, und dann denkst du dir, nein, 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 das ist echt, das betrifft mich nicht, es ist echt. Aber versuch du, mit deinen jungen Jahren, allein lebend, immer noch eine Schule zu machen, richtige Freunde zu sehen, irgendwo ein Mittelding zu finden, aber dennoch genug Abstand zu halten. Bloß, bloß, einer vergisst den Abstand und er gibt mir die Hand. Thank you.
Thank you.